meine letzte Tour, ne? Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Dankeschön. Morgens um 3 in Neuendorf bei Imshorn. Seit 30 Jahren betreibt Sönke Schlüter einen rollenden Tante-Emma-Laden. Heute ist sein letzter Arbeitstag. Dann geht er in Rente. Dann brauchen wir noch mal ein paar Tomaten. So viel brauchen wir nicht, weil wir nur 3 Tage fahren. Die Glücksschilder hast du ja noch. Habe ich noch, aber für den Bäcker brauchen wir noch ein paar dazu. Für den Bäcker und Gurken und Paprika. Seit 6 Wochen geht Matthias Ratten bei Sönke Schlüter in die Lehre. Übernimmt ab morgen das Lebensmittelmobil. Wir schreiben den Einkaufszettel. Für Hamburg, für den Großmarkt. Da fahren wir einmal die Woche hin und holen eben das, was wir eben aufgeschrieben haben. Gemüse, Obst und Blumen. Bei Blumen ist erstmal, das ist von den Sorten, welche Sorten mögen die Kunden, das kann ich noch nicht genauso analysieren. Und zum Beispiel auch, wie lange halten sich die Blumen und welche Sorten brauche ich und so. Aber das läuft schon. Ja, dann können wir mal los jetzt. Ja, gut, ich gehe schon mal vor. Zum Einkaufen auf dem Großmarkt in Hamburg nehmen Sie den kleinen Lieferwagen. Da hat Tante Emma noch Pause. Für Sönke Schlüter ist das heute das letzte Mal. Da denke ich doch gar nicht so viel drüber nach. Da habe ich mich doch nicht so mit beschäftigt, weil das ist ja nun wieder ein neuer Lebensabschnitt. Und ich sage immer, das ist der letzte Lebensabschnitt, den wir beginnen. Aber ich habe meine Hobbys und habe am Haus immer genug zu tun. Also Langeweile habe ich nicht. Ich kann mich immer beschäftigen. Ich habe einen alten Trecker und jetzt habe ich mir noch so einen kleinen Trecker dazu gekauft. Den muss ich noch mal fertig machen. Und dann so im Sommer fahre ich öfter auf Oldtimer-Treffen und sowas. Und ich bastel gerne. Ich bin auch so ein Typ, ich arbeite auch gerne alleine. Ich brauche niemanden um mich herum. Ich kann mich den ganzen Tag so alleine beschäftigen. Und doch hat er jetzt jemanden an seiner Seite. Matthias Ratten hat bis vor kurzem noch in einer Druckerei gearbeitet und kennt sich mit frischen Waren wie Obst und Gemüse überhaupt noch nicht aus. Das ist für mich auch wirklich das, was ich am schlechtesten kalkulieren kann. Wenn ich jetzt normale Lebensmittel einkaufe, wie was weiß ich, Zwieback oder wie Nudeln oder wie irgendwelche Konserven, da kann ich ruhig mal mich vergreifen in der Menge, wenn ich da 30, 40 Dosen zu viel habe, die halten sich ja lange. Wenn ich beim Großmarkt irgendwelche Fehler mache, dann geht das gleich wieder ins Geld. Wenn ich da den verkehrten Kohl kaufe oder da zu viel oder zu wenig habe, wäre das ungünstig und das kann ich eben schlechter kalkulieren. Sönke Schlüter ist seit 45 Jahren Stammkunde auf dem Großmarkt. Hat vor dem Lebensmittelmobil einen Marktstand betrieben. Auch mit Obst und Gemüse. Achso, ja, muss man mit den Waren hier kommen. Achso, ja. Hier abfangen. Der Meister und sein Lehrling. Ja, ich habe immer 2 Damen, die haben Pferde und die kriegen 4 jeder 2 Beutel Wurzeln die Woche. Und ich nehme diese auf. Die mache ich nur raus nach hier aus dem Beutel und pack sie in die Kiste. Weil die Qualität ist im Moment ganz gut hier von diesen Wurzeln. Die sind auch nicht zu groß. Und dann kann man sie auch immer ganz gut verkaufen. Drüben, das geht jetzt auch wieder los, wo das kälter wird. Das immer werden von den älteren Leuten immer gerne gekauft. Steckrüben. Rübenmus. So, dann hier haben wir alles. Ja. Moin. Moin. Die Kunden sind überwiegend ältere Menschen, die auf dem Land wohnen und nicht mehr mobil sind. Diese Woche sehen die nicht so gut aus. Da muss man sich dann eben für die Zeit nehmen und mal schön gucken, dass man da auch gute Ware bekommt. Wenn die Ware nicht gut ist, verdient man auch kein Geld. Die ist aber gut. Die kann man nehmen. Deshalb müsst ihr mich noch ertragen.
Du wirst uns noch schmerzlich vermissen, Sönke. Was? Du wirst uns noch schmerzlich vermissen. Ja, aber ich kann dir hier jetzt halt mal mitfahren, ne? Natürlich vermisse ich Sönke auch. Die kenne ich ja schon seit, ich weiß gar nicht, über 20 Jahre. Bestimmt. Werde ich natürlich vermissen. Aber wir haben ja da einen Nachfolger, Gott sei Dank. Das ist ja nicht immer gegeben, ne? Die meisten hören auf und haben keinen Nachfolger mehr. Dann schläft das einfach so ein. Dann werden die Kunden immer weniger. Ja, so ist das. Aber Matthias werden wir auch gut pflegen, damit er uns lange erhalten bleibt. Genau. Das ist ja auch ein Erfolgsrezept eigentlich, ne, was die da machen. So von Strumpfhose bis Waschmittel über Äpfel und Clementinen gibt es dort ja alles. Und das ist perfekt. Und ich denke, auf Wunsch wird auch noch was anderes mitgebracht. Wenn der Kunde das wünscht und die fahren jetzt über Land, dann ist auch noch, ich sag mal, unter Umständen auch noch mal eine Haarspange drin, die sie mitbringen. Das ist sehr gut. 204 Sönke. Gucken wir mal eben. Es ist kalt heute, ne? Das ist frisch geworden, ja. Aber für uns ja nur gut. Ja. Hält sich das alles schön. Es hält sich ein bisschen besser. Genau. Alles klar, ciao. Inzwischen ist es 4:30 Uhr morgens. Aber Sönke und Matthias sind spät dran, denn die meiste Ware wird nachts auf dem Großmarkt verkauft. Das sind die alten Teilchen. Das sind jetzt alten Teilchen. Das kenne ich. Das fängt jetzt an, jetzt, wo das kälter wird, kann man da gut mit handeln. Ja. So. Aber die müssen nur einigermaßen aussehen, sonst. Ja. Bitte schön. Na ja, bitte. Danke. Das fängt jetzt auch an. Nur die dürfen auch nicht zu weit aufgeblüht sein. Einige mögen das ja gerne, aber so die Älteren, die mögen das lieber, wenn sie ein bisschen weiter zurück sind, die Blüten. Weil sonst sind die Blumen so schnell verblüht. Also hier nochmal eine Form. Matthias kennt sich mit Druckerschwärze aus. Aber bunte Blumen sind noch nicht sein Ding. Das Problem ist immer, das ist ja gemischte Heide so. Und da oben steht jetzt wieder Beauty-Trios. Ja, ja. Das ist immer ja, diese die, Begrifflichkeit. Die haben wir immer diese lateinischen Namen, die Blumen. Genau. Ja, das ist lateinisch, Beauty-Trios. Perfekt. Ganz passend. Dankeschön. Frage. Ab 1.10. kriegst du das Geld von mir. Ja. Zu mir auf die Rechnung stellen. Brauchst du noch irgendwas Besonderes? Oder, ja, wir müssen hier die Adresse ändern. Ja, das ist klar. Das ist aber kein Problem. Das ist 30 Sekunden gemacht. Ja, ja. Gut. Brauchst du nicht Gewerbeanmeldung oder irgendwas? Nein, das brauche ich nicht. Nein. Nicht immer ist die Geschäftsübergabe so leicht. Oft muss Matthias erst seine Liquidität nachweisen. Das ist ein Euro, bitte. 2 Euro. Was? Ja. Für meine Frau. Auch nicht schön. Ja, danke schön. So. Ich schieße montags immer raus Blumen von mir. Und die machen nicht so eine lange Stile, die machen lieber ein paar kürzere. Auch wenn Matthias früher Prospekte für den Großmarkt gedruckt hat. Hier auf dem Gelände ist er noch nie gewesen. Das lernt er erst durch Sönke kennen. Guten Morgen. Moin. Moin. Hallo. Ja, ich wollte einmal so einen Marktausweis beantragen, weil ich ja jetzt die Nachfolge von Herrn Schlüter antrete und ich hoffe, das ist alles so richtig ausgeführt. Foto habe ich auch mit beigelegt. Oh, schön, ne? Vorbildlich. Ja, ich habe jetzt nur noch mal die Frage, achso, ich brauche ja einen Marktausweis und einen Befahrausweis, ne? Das ist richtig. Einen Parkausweis brauche ich nicht, oder? Nee, außer Sie wollen hier einen Parkplatz mieten. Nö. Würden Sie den kriegen? Wollte ich nicht. Zack, kriegen Sie hier mal einen schicken Stempel von mir. Dann kriegen Sie noch einen Stempel von mir. Und wenn Sie da vorne am Tor sind, zeigen Sie den einfach vor. Die ja. Lassen Sie rein, problemlos. Alles klar. Okay. Gut, danke. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß hier. Jo, danke, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich bin eigentlich so ein Typ, der
wenn er irgendwas macht, das relativ immer hundertprozentig machen möchte. Und für mich ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, dass ich dann mit mir selber ins Gericht gehe und einfach sage zum Anfang, da kann nicht alles klappen, da werden auch einige Fehler passieren. Aber das ist eben so und ich glaube auch von den Kunden her wird das sicherlich verziehen werden. Zurück in Neuendorf. Seit 3 Stunden sind die beiden auf Achse. Pünktlich um 6 Uhr beladen sie Tante Emma, das Verkaufsmobil. Das ist ja die Palette für Frau Glashoff hier, die stelle ich dahin. Ja. Die sind für Schlachter Fock. Da macht er Kartoffelsalat von. Ja. So, gut. Wir haben das mal so grob gezählt, zwischen 1000 und 1200 Artikel haben wir ungefähr, mit allem drum und dran. Verschiedene Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch noch nicht so, was es hier alles so gibt im Detail. Weil das hier, das wird vielleicht einmal in der Woche verlangt oder auch einmal im Monat. Ich habe noch in den 6 Wochen keine Streichhölzer verkauft. Ja, Correga-Tabs, das gibt hier eigentlich alles. Q-Tips, also es gibt wirklich fast alles. Aber ich kenne auch noch nicht alle von den 1000 Artikeln, aber ich werde mir das ja am Wochenende mal angucken. Und dann werde ich das größtenteils auch wissen, was hier alles so für Schätze verborgen sind. Ne? Seit 35 Jahren ist Sönke mit seiner Frau Doris verheiratet. Sie macht die Bestellungen, zeichnet Preise aus und hilft beim Beladen. Und Urlaub in den letzten Jahren? Höchstens mal eine Woche, aber weggefahren sind wir eigentlich nie. Das war immer das Zuhause, was zu tun war. Ne? Dach neu oder Drainage gelegt oder irgendwas am Auto kaputt. Also so richtig Urlaub haben wir eigentlich nur eine Woche mal in der Türkei gemacht. Ja, eigentlich war das immer so ein bisschen meine Einstellung. Meine Frau hätte vielleicht auch mal 2 Wochen gemacht, aber ich habe mir das irgendwie auch nicht getraut und auch wie in der Wade, da läuft ja auch so viel ab und man schmeißt dann zu viel weg. Und eine Woche kann man immer ganz gut überbrücken. Ne? Insofern habe ich mich immer durchgesetzt. Ne? Ein letztes Mal auf Tour. 12 Dörfer im Hamburger Speckgürtel fahren sie an. Bedienen Kunden zwischen Elmshorn und Itzehoe. Meine morgendliche Droge. Ach, irgendwie war das gestern schon so ein mulmiges Gefühl. Ich habe von vielen Kunden ein kleines Geschenk bekommen und so. Und dann ist das immer. Ich bin sowieso immer so leicht am Wasser gebadet. Und dann, ja, steht einem dann so ein bisschen bevor. Ne? Aber kriegen wir auch hin. Angefangen hat Sönke mit ein paar einzelnen Dörfern. Dann wurden es immer mehr. Inzwischen hat er etwa 200 Kunden, bei denen er regelmäßig vorfährt. So, alles klar. Oh. Der erste Stopp jeden Morgen, Fleischer Fock in Elmshorn. Moin. Moin. Kartoffeln abliefern, Fleisch und Wurstwaren mitnehmen. Kann ich das mitnehmen? Ja. Ich brauche noch ein paar Dosen, nehmen wir auch gleich nochmal. So, ich nehme nochmal 3 Dosen Lauchcremesuppe. Schreib das auf. Und 3 Dosen Kartoffelsuppe und 3 Dosen Erbsensuppe. Ja, also da unser Sönke jetzt in die Rente geht und er sagt, er will zu Hause auf gar keinen Fall rumsitzen, haben wir ihm dann schon mal so einen kleinen Trecker besorgt. Ne? Kann er sich angucken, wie die Dinge aussehen, kann er sich einen großen besorgen und dann den ganzen Tag mit dem Trecker fahren. Ja, vielen Dank. Von uns alles Liebe, alles Gute, Sönke. Und vielen, vielen Dank. Du warst ein ganz, ganz toller Mensch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Dankeschön. Gut, das ist nett. Ja, dankeschön. Wie bedeutet dir das? Ach, erzähl ihn ja hier. Ich habe Sönke Schlüter so kennengelernt. Das ist für mich der netteste Mensch auf der ganzen Welt, weil der ist nie böse, der ist immer gut gelaunt, auch wenn es ihm mal vielleicht nicht ganz so gut geht. Und das ist halt schon so, dass hier mal ein paar Sachen schief laufen, aber dann sagt er, ist egal, machen wir morgen, geht schon mit. Also wir mögen ihn alle unheimlich gern und sind ein bisschen traurig, dass er jetzt weg ist. Ja, und wir wünschen ihm halt ganz, ganz viel Glück in seinem neuen Rentnerdasein. Ne?
eine schöne Anerkennung. Vor allen Dingen auch, die wissen auch, dass das so ein bisschen mein Hobby ist und dass sie dann gerade sowas machen, dann freut dann umso mehr. Denn. Sönke Schlüter ist in einem Nachbarort von Neuendorf groß geworden. Seine Eltern hatten hier in der Marsch einen Obsthof. 5 Hektar Apfelanbau. Waren verkaufen kennt der 65-Jährige von klein auf. Gibt's mal die Rama-Töpfe? Jo. Ach, ja. Ja, siehst du. Das ist dein letzter Tag? Mein letzter Tag heute, ja, genau. Alles. Ich will die nochmal. Ich muss die Kipps heben. So. Hast du auch Gulaschstoffe? So. Gulaschstoffe? Ja. Mal gucken. Ja. Wir gucken mal. So, der hat nicht so auch Gulaschstoffe eingepackt? Nee, Gulasch ist nicht da, war nicht da. Ah. Und so wäre auch nicht. Nicht da. 95% der Kunden sind Stammgäste. Manche von ihnen kennt Sönke seit 20 Jahren. Er hofft, dass sie auch seinem Nachfolger treu bleiben. Matthias das Geschäft lange weiterführt. 18,12 Euro. Normalerweise steht Sönke hinterm Tresen. Nichts tun fällt ihm schwer. Tschüss. Tschüss. Ja, danke schön. Ja, danke. Und wir sehen uns sicherlich zwischendurch bei irgendwo. Ja, genau. Tschüss. 30 Jahre war Sönke mit Tante Emma auf Tour. Hat sich monatelang Sorgen gemacht, dass er keinen findet, der das Verkaufsmobil übernimmt. Ich habe eine Zeitungsanzeige aufgegeben, hier im hiesigen Blatt. Und daraufhin hat er sich gemeldet bei mir. Zu verkaufen, mobiles Lebensmittelgeschäft. Mit großen Kunden. Voraussetzung, kein Langschläfer, Führerschein bis 7,5 Tonnen, flexibel sein und belastbar, freundlich und deutschsprachig, wöchentliche Arbeitszeit 60 bis 70 Stunden. Ja, ich habe das gelesen in der Zeitung und habe gedacht, weil ich kein Langschläfer bin, bewerbe ich mich da mal. Das war eigentlich, ja, das war, nee, ein Joke war das nicht, aber das war einfach aus einer Laune heraus. Ich wusste jetzt nicht genau, was ich machen wollte und ich war ja in fester Position, hatte also eine Festanstellung, hätte da sicherlich auch jahrelang weiterarbeiten können und dann habe ich das mit meiner Frau mal besprochen und habe gesagt, Mensch, wir können einfach mal anrufen und dann schauen wir mal, was er dafür haben will für den Laden und dann, man kann ja über alles schnacken, habe ich eben angerufen. Und dann haben wir uns unterhalten und dann kamen wir relativ schnell auf einen Nenner und dann haben wir für mich sind die entscheidend ist, dass man damit Geld verdienen kann und dass ich damit eine Familie ernähren kann und das kann man damit sehr, sehr gut und dann sind wir relativ kurzfristig da zusammengekommen und das ist auch gut so. Also ich bereue das in keiner Art und Weise bis jetzt. Moin. Also, guten Morgen. Na? Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Moin. Moin. Ja. Einmal ja. Eine leere Tüte. Auch neue oder? Nein, nein. Nee, alles gut. Das Brot so. Da für mich? Ja, welches? Das Brot. Ja, ohne Körner? Ja, mit oder ohne. Nee, ja. Gut. Hast du für mich ja. Auch ein? Ja. 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 Gut. Ja. Alles vorhanden. Ja. Ja, hier treffen wir uns immer. Also mitunter sehen wir uns nur mal von Weitem, aber hier treffen wir uns immer. Ja, wir wohnen, ich wohne da und sie wohnt hier. Und mittwochs und freitags kaufen wir ein. Also wir haben gesagt, oh Gottes Willen, wenn der aufhört. Ja. Ja, nun haben wir einen neuen Kaufmann und wir freuen uns. Ja, ist ja so. Ne? Und überhaupt, das das Hauptgeschäft sind Kunden, die in dem Lebensmittelmobil einkaufen. Doch Sönke liefert auf Wunsch auch Kuchen zu Geburtstagsfeiern und bringt belegte Brötchen zu Firmenjubiläen. 3,9. Ja. Jetzt habe ich noch 2 Stück. Dieser spezielle Lieferservice ist im Preis für die Lebensmittel enthalten. Kostet nichts extra. Tschüss!
Bis zu 60 Kilometer fahren Sönke und Matthias am Tag. 4 Tage die Woche. Ja, hier hinten. Guck mal, da hängt Beutel. Der Beutel, das Zeichen, dass jemand etwas kaufen will, selbst aber nicht zu Hause ist. Ja, ganz ruhig. Die wollen eine Kiste Zelda haben. Hier haben sie den Beutel hingelegt, einen Korb. Schreiben dann, was sie haben wollen. Und wir machen das fertig, legen es wieder rein, nehmen das Geld aus dem Portemonnaie und können weiterfahren. Wir sind ja hier auf dem Dorf und außerdem werden sie ja bewacht von Tieren. Ja, also das ist kein Problem, das macht man hier so. Ich habe auch öfter mal die Tür nicht abgeschossen, darf ich gar nicht sagen, aber alles gut. Ah, danke. Hier wird nichts geklaut, oder? Nee, hier wird nichts geklaut. Nee. Dann war nicht so groß, so Rübe. Eine Rübe und Wurzel. Sönke, wo hast du das? Hast du den Beutel noch oder haben wir den? Ja, auch? Den habe ich hier. Ja, gut. So, machen wir hier noch eine Rübe und ein paar Wurzeln. Viel Aufwand für einen einzelnen Kunden. Ist nun mal so in unserem Geschäft. Ne? Davon leben wir ja. Und, aber bei den Mengen, was sie dann kaufen, die Leute, lohnt sich das. Und wir haben heute eigentlich den ganzen Tag solche guten Kunden. Und deshalb bin ich ganz zufrieden. Jetzt brauchen wir noch eine Flasche Fanta und ein paar Weintrauben. Wenn es nicht lohnen würde, dann würde ich es ja nicht machen. Dann würde ich hätte ich da weitergearbeitet, wo ich immer gearbeitet hätte. Das ist, dann wäre ich ja ein Wahnsinniger. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee, 1,80, ja. Ja. Und ein paar Weine. Ne? Also lohnt sich das. Genau. Oh. Und es ist eine Win-Win-Situation, wenn man, wie man so schön sagt. Ja, die Kunden sind bedient oder werden bedient und ich verdiene mein Geld. So wunderbar. Besser kannst du nicht laufen. Gut, also. Nicht alles besorgt Sönke auf dem Großmarkt. Das, was er frisch in der Region findet, kauft er direkt ab Hof. Moin. Steht Sönke drauf. Alles klar. Gut. Danke. Tschüss. Bezahlt wird am Monatsende auf Rechnung. In der Woche habe ich so nur zwischen 25 und 30 Platten von diesen. Also 25, 30 mal 20 denn. So. Auch immer ziemlich gleich. 20 Cent. Die sind im Moment, dieses Jahr durch die Wärme, sind die Eier nicht ganz so groß. Und daher habe ich eine Nummer kleiner. Die größeren, die sind ganz knapp. Und diese, da nehmen wir 20 Cent für. Sönke hat einen festen Zeitplan, auf den sich seine Kunden verlassen können. Auch das schätzen sie so an ihm. Ja, das ist aber nett. Dankeschön. Jetzt haben wir dir einen schönen Kranz gewonnen. Dankeschön. Oh, mal gucken. Warte mal. Ich glaube, ich mache eben mal. Blumen für Tante Emma. Er selbst bekam sie eher selten. Nein, einmal glaube ich, aber das ist schon ewig her. Ja, damit er noch Freude hat für den letzten Tag heute und weil er so ein netter Nachbar ist. Sönke ist immer hilfsbereit und da kannst du bei Tag und Nacht kommen. Ja, der genau. Ist immer da. 6 Wochen sind die beiden jetzt zusammen auf Tour. Hat Sönke Matthias alles gezeigt. Der macht sich sehr gut. Bin sehr zufrieden mit meinem Lehrling. Danke, danke, danke. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so einen finde. Ja, ist mir das alles noch so ein bisschen komisch. Dass gleich nach dem zweiten Tag hat er sich gemeldet und ist das auch noch der Richtige. Und er war auch der Einzige, der sich gemeldet hat auf meine Anzeige. Ja, doch, eine Woche später hat noch jemand angerufen. Aber ich glaube, die war mal die richtige Entscheidung. Ja. Dann machen wir auf. Hier wohnt noch eine Stammkundin. Die kauft immer eine Zeitschrift, aber ich weiß jetzt nicht welche. Das würde Sönke mir wieder sagen, ja, das ist die und die Zeitschrift, aber das kann mir die Kundin ja auch sagen, die weiß ja, was sie die ganze Woche überliest. Wir werden es gleich sehen. Hallo, moin! Guten Morgen! Na? Gute
Guten Morgen. Sönke, wohl an, wohl an zum letzten Mal. Ja, genau. Vielen Dank für deine Bemühungen. Ja, danke schön. Und ich habe hier noch eine kleine Frage. Ja, das ist aber nett. Mach sie mal nett warm mit durch. Genau, ne? Danke schön. Alles Gute für dich, danke. Für deine Familie. Ja, für euch schön, auch. Schönen Dank. Ja, ja. Wir sagen mal Hallo, wenn wir vorbei sind. Ja, wir sehen uns hier immer mal. Inzwischen hat Matthias einen Tipp bekommen. Du wolltest das sicher noch auf einen Blick haben, ne? Ja, gerne. Ja, habe ich mir schon gedacht. Sonst, das ist meine Abendlektüre. Ja, wisst ihr. Immer informiert. Das ist auch das Wichtigste für Sönke, dass jeder seine Zeitschrift kriegt. Tolle Rezepte sind drin. Sag mal, hast du die andere Butter? Nein, auch? Die kommt erst wieder. In Sesamü ist eine, die kriegt 6 Zeitschriften und er weiß das alles. Also das ist echt, ich gebe das jetzt noch, wenn das, dann könnte er sich da bewerben. Das ist echt sensationell, muss ich sagen. Ich mache das 30 Jahre und wenn das jede Woche immer dasselbe ist, dann hat man das nachher drin, wenn man sich da richtig für interessiert. Mir ist das ja nicht gleichgültig. So, wenn ich sage, mir ist gleichgültig, dann muss ich ja immer nachfragen, welche Zeitung, welche, und so weiß ich das. Und dann liegt das schon, lege ich schon alles hin und dann ist eben so. Ich kenne auch jeden Preis auswendig. Preise, die nur wenig höher sind als im Supermarkt. Nee, das wollte ich noch verschenken. Ich wollte mich noch mal verabschieden. Ne? Ja, letzten Tag. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ne? Und dann halt die Ohren steif und machen noch ein paar Jahre mit. Genau. So mein Alter schon mal erreicht, das muss dein nächstes Ziel sein. Genau, ja. Da arbeiten wir drauf hin. Hauptsache, wir bleiben gesund. Ne? Genau so ja, ist das. Ja, alles andere läuft sich schon zurecht. Ja. Gut, tschüss. Sönke. Alles Gute. Ja, danke. Ja, wieder. Tschüss. Ne? Tschüss. Wir sind ja nicht aus der Welt. Nein. Ja. Tschüss. Tschüss. Seit 12 Stunden ist Sönke jetzt auf den Beinen. Auch am letzten Arbeitstag noch. Mit der gleichen Leidenschaft hat er Matthias in die Buchführung und den Verkauf eingewiesen. Das ist einfach ein guter Mensch. Das ist wirklich so. Also sage ich jetzt nicht, weil er zuhört, sondern weil das einfach so ist, der einfach zu jedem nett, freundlich, zuvorkommend ist. Und das ist schon toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute Abend ist Schluss. Dann ist Sönke Rentner und hat viel Zeit für seinen Trecker. Ach, warte, irgendwie kriege ich das noch gar nicht so richtig mit. So. Ich denke mal, das kommt vielleicht so in den nächsten Tagen, wo das so mir bewusst wird, dass das jetzt so ganz vorbei ist. Ne? So, aber ich bin auch irgendwie so aufgeregt von den letzten beiden Tagen. Da auch so heute die Kunden alle so nett und sind mir in den Arm gefallen. Und ich sagte daher schon, mir tut die Wange schon weh, sag ich. Von morgen an ist er der Chef, übernimmt Matthias Ratten die Tour von Sönke Schlüter und beliefert die Kunden weiterhin mit dem rollenden Tante-Emma-Laden.